Nach einer kleinen Drehpause begannen im Oktober 2012 die Arbeiten an Teil 2 von In Obhut des Feindes. Und dies ist der dritte Teil der Produktionseinblicke. Ganz ruhig begannen wir am ersten Drehtag. Wir waren nur 3 Leute. Im Gegensatz zu den darauffolgenden Tagen, an denen wieder hart gearbeitet wurde. Umgehen. Wobei auch die Pausen natürlich nicht zu kurz kamen. Wir konnten im Herbst sogar noch das hervorragende Wetter genießen. Er hat sich angehabt. Eine neue Technik der Tonaufnahme löste auch die Probleme, mit denen wir während des ersten Teiles zu kämpfen hatten. Aber selbstverständlich konnte mit der voranschreitenden Zeit das Wetter nicht immer so bleiben. Action. Denn es war schließlich Herbst, es wurde kälter, aber wir hatten trotzdem noch unheimliches Glück und selbst bei Kälte regnete es bunte Blätter. Hier wird der Ablauf einer bestimmten Szene demonstriert. Er denkt also nach. Und im Dezember fand ein weiterer Drehtag im bereits im Januar 2012 von uns aufgesuchten Osnabrücker Dom, besser gesagt in seinem Kreuzgang, statt. Und schon neigte sich das Jahr 2012 dem Ende zu. Es lässt sich zurückschauen auf zahlreiche Ereignisse verschiedenster Natur,